Ein bisschen mehr als 10 Tage ist es her, nachdem das liechtensteinische Volk über den Verpflichtungskredit vom liechtensteinischen Landesspital für 83 Millionen Franken abgestimmt hat. Wie man weiß, ist der Verpflichtungskredit abgelehnt worden vom Volk. Nachdem die Parlamentarier in dieser Woche schon ihre Ziele vorgestellt haben, hat es die ersten Reaktionen seitens dem Landesspital gegeben. Sämtliche Mitarbeiter haben sofort ihre Kündigung eingereicht. VB Online ist auf der Straße und hat deswegen die Leute befragt. Nein, ich finde es überhaupt nicht richtig. Ich finde, es ist eine Verzwängung. Also, sie wollen jetzt einfach eine Erpressung gestatten. Und das finde ich einfach eine Frechheit. Aber sie sollen schauen, wo sie so operieren kann. Ja, das finde ich jetzt nicht ganz korrekt für die kranken Leute. Dass man da einfach kündigt. Ich meine, wahrscheinlich gibt es bei denen auch Kündigungsfristen, oder? Ja. Meine Ansicht ist das nicht nachvollziehbar. Also mich hat es schockiert, als ich es heute Morgen gelesen habe. Und ich meine, es ist irgendwie fast wie eine Trotzreaktion nach meinem Dafürhalten. Grundsätzlich finde ich es auch schlecht, dass man einfach kündigt. Aber ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen. So wie es jetzt ist mit der Kündigung von der Belegschaft, kann das Landesspital noch genau ein Jahr weiter funktionieren, bis es endgültig schließen müsste. Was denken Sie? Braucht Liechtenstein wirklich ein Landesspital? Und wenn ja, was muss es als DIN haben? Also ich finde es gut, wenn Liechtenstein ein eigenes Spital hat, vor allem für alte Leute und für Belegärzte, die dort operieren. Und es sollte eigentlich so weitergehen. Und wenn die Ärzte nur weitermachen, könnte man vielleicht, ja, dann muss man halt ins Ausland, und das finde ich schlecht. Weil es hat sich bisher bewährt, aber man sollte das Spital auf dieser Grundlage, wo es jetzt war, behalten und nicht so einen riesen Kasten von über 83 Millionen und so weiter daraus machen. Man könnte es im kleineren Rahmen anbauen. Ja, ich denke schon, dass das vernünftig wäre. Oder? Das müssen wir doch alle auf Grabsuffe oder zu Österreich. Oder? Ich mein, also ich denke mir schon, aber vielleicht bis in einer anderen Art, dass man mehr für die alten Leute etwas tut. Dass dort mehr Zimmer vorhanden sind, weil ein Neubau nicht mehr Zimmer. Es nützt ja nichts, oder? Nur 4 Operationssäle und nicht mehr Zimmer, und für die alten Leute auch nicht mehr. Und die anderen Sachen, ich persönlich gehe für einen grösseren Eingriff ganz sicher nicht die Verdutz. Ich gehe in die umliegenden Spitäler, wo sie einfach mehr Routine haben, weil sie das sicher mehr machen müssen. Ich fände es traurig, wenn es in so einem reichen Land wie Liechtenstein kein Landesspital gibt. Das wäre wirklich schade, weil Geld genug wäre umeinander. Ich habe gerade Lena vor 8 Wochen von dort auf die Welt gebracht. Ich habe es super gefunden, von der Betreuung her, die Hebamme, die Schwester, die Ärzte, alles super. Was ich fände, was noch dazugehört wäre, dass es einen Chefarzt hat, dass einfach von der Organisation her immer ein guter Arzt umeinander ist und nicht immer von außerhalb jemand gerufen werden müsste. Und meine Oma ist im Spital zu Vaduz gestorben. Dort wäre es zum Beispiel auch schön, wenn das ein Schwerpunkt wäre, damit einfach für die älteren Leute, die nicht aus dem Land raus wollen, eine schöne Station geschaffen wird.